So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge haben wir Rudelheim. Nee, hier unten war Rudelheim, oder? Nee, es war Südwacht. Auf jeden Fall haben wir die aufgegebene Zitadelle abgeschlossen und haben damit die zwei Gewölbe im südlichen Elsbeier abgeschlossen und werden uns heute mal in die entgegengesetzte Richtung, da müssen wir hinbegeben. Denn wir erkunden natürlich noch ganz schnell das südliche Elsweier, bevor wir uns dann, ach nee, warte mal, Quatsch, zu der Hauptquest aufmachen. Und da habe ich noch einen Drachen, aber der wird gerade gar nicht angegriffen. Ich muss sagen, das ist schon ein kleines bisschen gemein, dass es dann irgendwie, also wenn ich mich dann dorthin begebe mit dem Wegschrein, dass er dann meistens schon, ja, fast am Sterben ist und ich dann immer zu langsam bin, um dann noch eine Anteilnahme zu haben. Aber wir müssen, stimmt, wir müssen hier hin. Und wir haben, ich glaube, das war in der vorletzten Folge, ein Fetzen von einem Wandteppich gefunden. Das heißt, wir werden, denke ich mal, noch mal ganz viel Spaß damit haben, denn das dürfen wir wahrscheinlich alles wundervoll zusammensuchen. Und wenn wir dann zu diesem Niswo uns begeben, oh, das sieht aber schön aus. Da hat jemand geschrien. Wird das bestimmt sagen, na, ich habe den Wandteppich in sehr viele Einzelteile geschnitten und habe es und habe die Teile quer im südlichen Elsweier versteckt. Viel Spaß beim Suchen, mein Freund. Und ich werde jetzt genüsslich sterben. Genau so. Genau so würde ich das sagen. Und ich glaube, hier haben wir wahrscheinlich noch irgendwas, was mit der Hauptquest zu tun hat. Die Festung des neuen Mondes. Das hatten wir, stimmt. Wir hatten ja im nördlichen Elsweier die Aschnarbe zuletzt besucht und haben dort herausgefunden, dass es noch einen dritten Mond gibt. Denn die Statue von der guten Azura hat jetzt zwei Monde in ihrer rechten und linken Hand. Und es gibt noch einen dritten verborgenen, also einen dritten Mond, der aber verborgen ist. Und dieser Mond, ja, wie kann man das sagen? Also man hat durch diesen Mond die Chance, dass man, wenn man ein sehr schlechter Kaschid gewesen ist, also sich, sage ich mal, an Nekromantie verschrieben hat, ein Licht geworden ist, dass man doch zurückkehrt zur Azura. Weil man hat sich ihr dann ja abgeschrieben, wenn man diesen Weg wählt. Genau, Rudelheim. Irgendwas war hier Rudelheim. Und ja, dafür ist der verborgene Mond, beziehungsweise die Priester des verborgenen Mondes, die in der Aschnarbe gelebt haben. Und ja, dann halt. Oh, ausgerottet wurden. Von wen auch immer. Das weiß ich gar nicht so genau. Ja, ganz interessant. Ich liebe ja solche Sachen. Aber die Quest, die war halt wirklich sehr, sehr lang. Das war dann ein kleines bisschen schwierig. Und so, da gehen wir jetzt hier hin. Haben wir hier noch irgendwas? Haben wir noch ein Tagebuch? Oh, Entschuldigung. Will ich nur gucken, ob wir hier eventuell noch ein magisches Buch haben. Dann bin ich auch schon wieder weg. So, wir... ja. Können eigentlich gleich hier durch. Und haben auch hier eine Aufgabe. Ein Beutel. Oder einen blumigen Sack. Dieser Sack ist verdächtig ausgebohrt und schnurrt leicht. Ich sehe nach. Was ist das? Wahrscheinlich ein Kätzchen. Janissa! Hier! Hört mal. Was auch immer letzte Nacht geschehen ist, daran war nur der Wein schuld. Janissa, warte mal. Gar nicht. Ein kleiner Schluck zu viel. Und schon passiert sowas. Machen wir keine komische Sache daraus. Ich glaube, wir hatten auch im nördlichen Elsweier, das war in Stiche, glaube ich, da hatten wir doch auch so eine Truppe zusammengetrommelt. Da war doch auch eine Katze dabei. Ich glaube, das war die Janessa, oder? Weil ich kann mich daran erinnern, dass sie, glaube ich, auch so ein Medaillon getragen hat. Aber wie bitte? Ich habe Senschal gestern Abend nicht mit euch verlassen? Puh, nun,
Das macht das hier leichter. Würde es euch etwas ausmachen, mich nach Schwarzhöhen zurückzubringen? Wow, nochmal Schwarzhöhen. Meine Schwester macht sich wahrscheinlich Sorgen. Und ich bin derzeit wirklich nicht in der Verfassung für eine Wanderung. Könnt ihr mir zuerst erklären, wie ihr in diesem Sack gelandet seid? Manchmal trinke ich ein bisschen zu viel, wenn ich abends ausgehe. Und ich werde von jemandem aufgegriffen, der es ja für so niedlich hält, wenn ich ihm erst um die Beine streife und dann in seinem Schoß das Bewusstsein verliere. Ich verstehe das schon. Ich würde mich ja auch mit nach Hause nehmen. Aber ich bin keine Streunerin. Ja, mit Sicherheit. Also stecken Sie euch in einen Sack. Igitt, nein. Für gewöhnlich wache ich bei irgendjemandem im Zimmer auf einem Kissen auf und muss erst einmal erklären, dass ich kein Haustier bin. Manchmal muss ich mir auch mit den Krallen einen Weg aus einem Fenster bahnen. Aber das ist dem peinlichen Gespräch sogar vorzuziehen. Kann ich dann jetzt nach Hause gehen? Ja, wir bringen euch nach Hause. Ich glaube, das war die doch, oder? Aber obwohl, wenn wir... Also sie hätte sich ja dann an uns erinnert, wenn wir sie schon mal gesehen haben. Sollten, können wir hier... Wir springen jetzt einfach mal todesmutig auch diesen... Oh, eine Himmelsscherbe! Diesen Wasserfall. Nee, von diesem Wasserfall. Deutsch ist eine sehr schwierige Sprache. Sehr, sehr schwierig. Obwohl, ich glaube, Chinesisch und ja, Japanisch ist auch nochmal ein Zacken härter als Deutsch. Zumindest Chinesisch. Ich glaube, Chinesisch war doch die schwerste Sprache, oder? Oh, hallo! Ich muss sagen, ich habe mal angefangen, Koreanisch, also da bin ich eigentlich so noch ein bisschen dabei, obwohl das ja auch jetzt bei mir in den letzten paar Monaten nicht unbedingt ja, Priorität hatte. Aber ich habe angefangen, Koreanisch zu lernen. Zumindest kann ich das, also Hangul, also die Schriftzeichen, die sind auch relativ einfach zu lernen, wenn man sich halt auch ein paar Eselsbrücken, oh, das sieht aber schön aus, zurecht pickt. Oh, hier mal Schwarzhöhen. Und ja, dann hatte ich angefangen, Japanisch zu lernen, weil ich mir dachte, ja, du kannst auch gleich die drei Sprachen gleichzeitig lernen. Japanisch finde ich einfacher zu verstehen, also die einzelnen Wortlaute, weil im Koreanischen hört sich halt auch vieles gleich an von den Lauten, wo man auch manchmal nicht... Ja, noch nicht! Bevor ihr noch umkippt, was meint ihr damit? Er ist zu Kenarti gegangen? Ist er tot? Ich kam so schnell ich konnte. Ja. Wenn es Kenarti gewesen wäre, der ihn geholt hätte, wäre... Es stimmt etwas nicht mit der Mauer des Lebens. Sie ist unrein. Ja. Ihre sanften Umarmungen reißen. Ja, auf jeden Fall. Dann habe ich angefangen, Japanisch zu lernen. Und ja, die Schriftzeichen waren nicht ganz so einfach. Und ich habe auch nicht alle, nicht mal, also ich glaube, Hiragana hatte ich damals angefangen zu lernen, aber auch nicht komplett vollständig. Und dann habe ich gedacht, ja komm, mach's noch ein bisschen Chinesisch. Und Chinesisch ist einfach die Kombination aus den schlimmsten Sachen aus dem Japanischen, Koreanischen. Also die Schriftzeichen sind sowas von komplex. Keine Ahnung, wie sie sich das alles merken können. Und man versteht auch nichts. Weil sich das auch alles sehr gleich anhört. Aber ich gebe nicht auf. Ich habe vor, eines Tages, also nicht fließend Koreanisch zu sprechen, aber halt, ja, dass ich da doch ein bisschen mehr Wissen mehr aneigne. Entschuldigt, Wanderin, falls wir euch umsonst Sorgen bereitet haben. Kaishkas Gatte ist schon sehr lange krank. Und ich fürchte, ihre Nerven sind zum Zerreißen gespannt. Ich wusste bereits durch ihren Brief, dass sie Hilfe braucht. Doch ich hätte nicht gedacht, dass sie einen Exorzismus meint. Was? Seid ihr eine Exorzistin? Adara Hai ist eine Zwielichtkantorin. Ich singe die Loblieder der Abendröte, damit Khajiit nicht Lorcats Herzschlag folgen und um krumme Katzen zu verjagen, die bereits verloren sind. Wenn Kaishkas Befürchtungen sich bestätigen, ist die Seele ihres Gatten in großer Gefahr. Könnt ihr ihn schützen? Es gibt noch Hoffnung. Aber die Austreibung von Dromatra ist äußerst riskant.
Sie werden mich zerkratzen wollen, um mein Lied zum Verstummen zu bringen. Oder versuchen, mein Lied zu verdrehen, bis auch mein Schwanz im Takt des krummen Tanzes wippt. Kantoren sind mit einem Rudel Scharfkrallen unterwegs, wenn sie so etwas machen. Ich werde euch bei dem Exorzismus helfen. Wir müssen uns zur Mauer des Lebens aufmachen und Vijari finden. Ein Pfad hinter dem Dorf führt zu ihr hinauf. Falls wir dort auf Dromatra stoßen, müsst ihr mich verteidigen, während ich sie banne. Adarahai betet dafür, dass Vijari nicht unter ihnen ist. Was ist die Mauer des Lebens? Ein Ort, der diesem Dorf heilig ist. Kaishka könnte euch mehr erzählen. Doch Adarahai weiß, dass die Khajiit hier ihn am Ende ihres Lebens besuchen. Dass Vijari dorthin geht, bedeutet, dass seine Gesundheit ihn verlässt. Kaishka hat tatsächlich Grund zur Sorge. Wird es das für die Dromata leichter machen, ihn zu holen? Ein Körper, der versagt, kann selbst der leichtesten Seele eine schwere Bürde sein. Er hatte den Mut, das Risiko einzugehen. Wir müssen darauf hoffen, dass sein Wille stärker ist als seine Knochen. Ist euch zu beschützen alles, was ich während des Exorzismus tun kann? Ich werde meine gesamte Konzentration brauchen, um die Loblieder zu singen. Wenn Adarahai nicht die richtigen Noten trifft, wird uns Namiras Blut in die Dunkelheit hinter der Welt ziehen. Doch beschützt mich. Und mein Lied wird eure Ohren gegen Lorkatschs verdrehte Melodie wappnen. Wer ist... Ach ja, Lorkatsch. Es gab das Herz von Lorkatsch. Bastach Sotasil, Almanexia und der gute Vivek gestohlen hatten. Da gab es doch auch wieder irgendwas. Lorkatsch war der Letzte aus Fadomais Wurf und wurde in der großen Dunkelheit geboren. Es war er, der Nirni und ihre Wurfgeschwister durch eine List dazu brachte, die Welt zu gebären. Mhm. Auch wenn er zu Fall gebracht wurde, schlägt sein Herz immer noch und singt sein verführerisches Lied in der Dunkelheit hinter der Welt. Was ist die Dunkelheit hinter der Welt? Dort tanzen Namira und ihre Dromatra den krummen Tanz zum Schlag von Lorkatschs Herzen. Wahre Katzen, die dieses Pochen hören, laufen Gefahr, in den Tanz hineingezogen und selbst zu Dromatra pervertiert zu werden. In welcher Beziehung steht jetzt zu Kaishka und Vibhatshri? Kaishka ist meine Schwester und Vijari ein Bruder durch Mara. Adarahai hat sie seit Jahren nicht gesehen. Nicht mehr seit ihrer Hochzeit, glaube ich. Ich wünschte, ich wäre früher zu Besuch gekommen. Doch meine Pflichten als Zwielichtkantorin führen mich oft und lange fort. Ist Schwarzhöhe eure Heimat? Eine Zwielichtkantorin hat kein Zuhause. Doch ich und meine Schwester wurden in Topal geboren. Kaishka lebt schon seit Jahren in Schwarzhöhen. Sie wird mehr über diesen Ort und seine Gebräuche wissen. Okay. Ihr werdet meiner Schwester helfen, Vijari zu retten? Ihr seid zu gütig, Wanderin. Möge Kenarti ihre Winde stets in eurem Rücken halten. Vijari ist euer Mann, richtig? Er ist es weniger Jahre, als wir gehofft hatten. Doch ich wusste von seiner Krankheit, ehe ich ihn zu meinem Gefährten erkor. Unsere gemeinsame Zeit war kurz und kostbar. Ich wusste, dass ein Pilgergang zur Mauer des Lebens bald bevorstehen würde. Doch ich wünschte, er hätte noch ein wenig länger damit warten können. Ist ein Pilgergang derart wichtig? Gemäß seiner kenartischen Tradition muss er sich für die Reise zu den Sanden hinter den Sternen vorbereiten, indem er seine Seele von allen Lasten befreit. Die Leute hier bringen ihre Zeichen an der Mauer des Lebens an und malen ihr letztes Werk für all jene, die sie zurücklassen.
Er muss ohne Reue gehen. Und wenn er vorher das Bewusstsein verliert? Dann bleibt er außerhalb der Reichweite von Kenarti. Kaishka weiß, wie wichtig das ist. Aber ist es nicht besser, als in die große Dunkelheit zu stürzen? Was könnt ihr mir über die Mauer des Lebens erzählen? Es ist ein heiliger Ort in der Höhle hinter der Stadt. Die Einwohner gehen am Ende ihres Lebens dorthin, um ihr letztes Werk zu malen. Sie haben über Generationen neue Werke hinzugefügt. Vijari ist aufgebrochen, um genau das zu tun. Was macht diesen Platz zu einem heiligen Ort? Die Mauer des Lebens ist der letzte Schritt der einen Reise und der erste Schritt der nächsten. Sobald ein Pilger sich an der Mauer alle Last von der Seele genommen hat, ist er bereit, den Pfad den Berg hinauf zu beschreiten und sich in Kenartis wartende Arme zu begeben. Adara ist eure Schwester? Wir sind sogar Zwillinge. Ach so. Ihre Berufung hätte sie für gewöhnlich gar nicht in so ein verschlafenes Nest wie Schwarzhöhen geführt. Doch ich wusste, dass sie mir zu Hilfe eilen würde. Adara Hai hat immer anderen geholfen. Klingt, als ob ihr sie bewundert. Wie könnte ich das auch nicht tun? Meine Schwester ist eine Zwielichtkantorin. Sie reist durch die Welt und nutzt die Geheimnisse von Azura als Waffe, um die Dunkelheit aus der Welt zu vertreiben. Mein einfaches Leben kann da nicht mithalten, doch ich schätze es dennoch sehr. Das freut mich. So, ach, das sieht ja cool aus. So, jetzt würde ich aber mal sagen, mach mir vielleicht doch erstmal die Hauptquest und geben dann die gute Janessa ab, wenn wir dann ja hier fertig sind. Der Heldenmut, den ihr in Willenhafen gezeigt habt, ist weit und breit bekannt. Was? In Willenhafen? Außenseiter kommen nach Senschal, um die Drachengarde neu aufzubauen. Ja. Habt ihr schon mal etwas so lächerliches Hallo! Gemacht? Euer Leben ist lächerlich. Das ist eine sehr wichtige Sache, die wir hier führen. Die farbenfrohen Khajiit. So. Ist unverschämt. Lächerlich. Ja, dann schmeiße ich dir einfach mal den Drachen vor, wenn der kommt. Dann wird sie um eine Drachengarde betteln. Guck mal. Ganz viele Traumatra. Aus einer anderen Welt. Oder? Lasst mich alle in Ruhe, die kleinen süßen Reifzwecken. Ich habe euch gar nicht getan. So viel Blut habe ich gar nicht alle für euch. Könnt euch irgend so ein Wildschwein-Mammut holen? Da könnt ihr tagelang dran fressen. Oh, guck mal. Die Mauer des Lebens ist verdorben. Was ist das für eine Musik? So. Guck mal. Wie wunderschön verdorben die Mauer des Lebens ist. Beautiful. Really, really beautiful. Oh. Vijari. Vijari kommt zu euch. Er kann nicht sehen. Dakradi. Vijari, müsst mit dem Tanzen aufhören. Es verändert euch. Aber tanzt doch gar nicht, oder ist das ein Tanz? Vijari kann nicht fliehen. Kenarti, der Schlüssel ist sie. Kenarti ist der Schlüssel? Ein Augenblick! Die Dunkelheit sickert hieraus hervor, aus diesem grotesken Wandbild. Adara Hai kann sie nicht aufhalten. Wir müssen Vijari aus dem krummen Tanz zerren und verschwinden! Rasch! Er kann nicht aufhören, er sagt Kenarti ist der Schlüssel. Wir müssen das Tempo drosseln. Es ist zu laut für mein Lied. Die Glocke läutet, die kenartische Glocke. Ich werde die Glocke läuten. In Hoffnung, dass was passiert. Die andere. Oh, das war knapp, Wanderin. Vijari ist noch keine verlorene Katze. Aber Adara Hai muss den Exorzismus beginnen. Ich bringe Krass. Ihn nach Hause. Krass. Der war cool Treff aus. Ich werde euch brauchen. Ja. Gut. Haben wir hier?
Aber dass er einfach so alleine geht, ne, wenn man also davon ausgehen kann, dass sowas passiert, dann ist es auch wieder fahrlässig, ne? Ach, ich konnte doch hier kann ich ihn reiten, genau. Mauer des Lebens. Da haben die sich ja wieder was einfallen lassen. Im Kreativteam. So, können wir gleich hier runter segeln? Ja, komm. So, und hier haben wir wieder das Haus. Oh, Alter, die will ich am liebsten ja, ihr Fell abziehen. Lächeln! Wir sind keinen Augenblick zu früh eingetroffen, Wanderin. Vijari verliert seinen Kampf gegen den krummen Tanz. Das Dunkel hält ihn so fest umklammert, wie ich es noch nie gesehen habe. Meine Lieder halten sie zurück, doch diese Finsternis lässt sich nicht allein mit Gebeten austreiben. Adarahai braucht Hilfe. Was soll ich tun? Dieses profane Wandbild ist nicht die Ursache von Namiras Verderbnis. Es sind die Risse, durch die die Dunkelheit hindurchsickert. Etwas greift durch es hindurch nach Vijari. Und ich kann diesen Griff nicht sprengen, ohne mehr über sein Wesen zu wissen. Dann soll ich es also verstudieren. Nehmt das Kantorentonikum auf den Tisch. Neben meiner Tasche. Es wird euren Geist öffnen und es euch erlauben, in das Zwielicht zwischen der Dunkelheit und dem Licht zu blicken. Ihr werdet sehen, was sich an Vijari festklammert. Und ihr werdet seinen Rückständen zu anderen Dingen folgen, die es im Mundus berührt hat. Inwiefern wird das helfen? Was ihr seht, wird in vielem wie ein Pfottenabdruck auf Glasit sein. Ein Fleck auf den Dingen, die es berührt hat. Findet sie, und das Tonikum wird es euch erlauben, die von ihm hinterlassenen Eindrücke zu sehen. Dieses Wissen mag dabei helfen, diesem Übel einen Namen zu geben und könnte der Schlüssel zu seiner Beseitigung sein. Ich werde versuchen zu erfahren, was ich tun, Adarahai was ich kann. Adarahai muss bei was? Vijari bleiben. Ohne meine heiligen Anrufungen würde die Dunkelheit ihn übermannen. Ich werde so lange durchhalten, wie ich nur kann, doch mein Gesang kann nicht ewig währen. Bringt möglichst viel über Vijaris Verbindung zu diesem grauenhaften Wandbild in Erfahrung. Wie geht es mit diesem Kantorentonikum? Nehmt es einfach zu euch, wie jeden anderen Trank. Wenn eure Sicht verschwimmt, zeigt es Wirkung. Ihr meint vielleicht, ihr wärt betrunken. Doch das liegt daran, dass eure Augen nun eine andere Welt in den Blick nehmen. Ihr nehmt davon keinen Schaden. Doch sobald die Wirkung abklingt, wünscht ihr euch womöglich noch ihr Wert betrunken. Okay, also wird wahrscheinlich der schlimmste Kater meines Lebens werden. So, also hier haben wir schon mal einen gesprungenen Dekanter. Okay. Bitte, Tuhada. Oh. Ah! Kann diese nicht, Radi. Sie hat keine Kraft mehr. Der Kradi wird euch tragen. Er wird euch selbst zu den Sanden hinter den Sternen tragen, wenn es sein muss. Verlasst ihn noch nicht. Wenn es ihre Wahl wäre. Dieser wird euch Wasser holen. Radi. Vijari. Okay. Nur noch einen Moment länger. Vijari, kommt und helft eurer Mutter. Sie lebt. Duhada. Oh Gott. Oh Gott, das tut mir so leid. Okay, da werden wir jetzt wahrscheinlich einfach Erinnerungen finden. Von seinen Eltern. Er hat bestimmt Schuldgefühle, oder? Vijari, wacht auf! Vijari! Geht es euch gut? Sagt Mama nicht, dass Vijari wieder im Brunnen gespielt hat. Oh nein, Gennarti! Nein, nicht schon wieder!
Das ist so schlimm, wenn er im Brunnen spielt. Was ist los? Es wird alles gut, Vijari. Papa ist da. Ihr seid ohnmächtig geworden, aber jetzt geht es euch gut. Okay. Seltsam. Aber gut. So, dann müssen wir die Brücke überqueren. Getrocknete Farbe. Gennardi, bitte. Er ist ein Junge, er ist unser einziger Junge. Wenn ihr jemanden holen müsst, dann nehmt diesen. Sie will euch nicht. Wer ist da? Namira. Sie wollte euch nie. Seid still! Oder euer elendes Weib. Seid still! Oder euren elenden Sohn. Seid ruhig! Sie hat euch verraten, aber ich nicht. Es gibt einen Ort im Dunkel für all euch verratene, verlassene Seelen. Ihr werdet Vijarima retten? Nein, einsame Kreatur, ihr werdet das. Okay. Da hat die gute Namira ihn auf seine Seite gezogen. Ich verstehe. Ich verstehe. Guck mal, die macht mal nach Zahlen. Hallo. Es ist spät, Vijari. Ihr müsst euch ausruhen. Dieser ist bald fertig. Das sagtet ihr schon letzte Nacht. Heute Nacht wird der Kradi ruhen. Er verspricht es. Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Sohn. Papa wird nicht für immer weg sein. Okay. Okay, dann müssen wir hier hoch und die letzte zurückbleibende Dunkelheit berühren. Das ist ein schönes Bild. Der Kradi hat gebracht, was ihr wolltet. Lasst alles in eure Kunst einfließen. Blut eines flugunfähigen Vogels. Zu schrecklich und zu hässlich für Kenatis Himmel. Blüten, blau wie der Himmel. Mehr als betäubende Träume wird es für euch nicht geben. Die Haut ihrer gefallenen Kinder. Zerfetzt vom eigenen Wind und den eigenen Krallen. Kommt, meine verlorene Katze. Zeichnet euer Mal für mich. Und wir tanzen auf Kenatis Gräbern. Interessant. Aber der Vater war ein begabter Maler, so wie ich das sehe. Das sieht auch schön aus. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir hier weitermachen, weil wir haben jetzt schon wieder knapp, ja gut, 30 Minuten sind es nicht, aber dafür fast 29 Minuten und werden auch hoffentlich den guten Vivari aus seinem Leiden retten können und ja, werden vielleicht herausfinden, was mit dem Vater passiert ist. Ich gehe mal davon aus, dass er gestorben ist oder hat sich geopfert, damit Vivari weiterleben kann. Oder in irgendeine Richtung ist das Ganze gelaufen. Aber das werden wir hoffentlich in der nächsten Folge erfahren. Und ich hoffe, dass ihr mit dabei sein werdet und dass die heutige Folge euch gefallen hat.